Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory zusammen mit The Snake. Moin Moin. Ich habe unseren LKW wieder gerettet. Meinst du? Ja, also er hat sich wieder gedreht. Er ist jetzt kein Marienkäfer mehr, er ist jetzt wieder ein Ja. LKW. So, ich wollte einmal hier die Anlage abbauen. Da ist bestimmt noch Treibstoff drinne gewesen in den Rohr, aber der nützt uns eh nichts gerade. Weil alleine die Fabrik hier genügend Treibstoff produziert, das ausreicht. Und ich habe schon eine Schnecke reingemacht, damit wir mehr produzieren an Treibstoff, an. Die Schnecke habe ich reingemacht, damit wir mehr verbrauchen. Mehr verbrauchen an Treibstoff. So. Dann einmal hier die Raffinerie abbauen. Die brauchen wir hier nicht mehr. Die anderen beiden lasse ich noch stehen. Geht nur darum. Wir nehmen die Sachen hier alle einmal mit. Die werden drüben jetzt hingebaut. Weiß gar nicht, wie viel ist hier oben drin in den Container. Halb voll. Dann müssen wir auch noch mal uns überlegen, wie wir das dann benutzen, um dann noch mal Kunststoff draus herzustellen. Naja. Erstmal rüberfahren zur Anlage. Möchte weiter mit der Kunststoffanlage bauen. Stoff. Ja. Wir wollen doch das alles vernünftig da hinten hin haben und am besten mit dem Zug dann wegtransportieren lassen. Naja. Ich meine, das mit den Rohren sah ja richtig gut aus, was wir hier gemacht haben. Also die Brücke bleibt. Einzige, was dann nur noch darüber lang führt, ist die Stromleitung. So, wir sind angekommen. Da drüben kommt auch noch mal, könnte man auch noch mal Öl abzapfen, meine ich. Falls hier zu wenig Öl produziert wird von den. Einmal hier hoch. Woran? Hier drüben bei mir ist noch mal eine Ölquelle, wo Ja, man. von den Ölbohrern meinst du? Ja, genau, wenn da zu wenig produziert wird von den Ölbohrern, dann kann man immer noch mal eine bauen. Ich hatte gesagt, hier rechts Kunststoff zweimal, daneben zweimal Gummi. Ja. Da brauchen wir bitte dann noch mal eine Raffinerie. So. Wie ich mit E das hinbauen wollte. Ja. Ich glaube, ich spiele momentan ein Spiel, wo man mit E Sachen hinbaut. So. Dann. Kunststoff, Kunststoff, Gummi, Gummi. Von jedem mal zwei sollte eigentlich ziemlich gut vorangehen, denn. Hoffe ich. Das Schweröl, das transportieren wir natürlich dann gleich ab.
Oder machen wir 3-3 von jedem. Wir dürfen ja nicht zu klein denken. 2 und 2 sollten eigentlich erstmal reichen. Ja, falls ich. Definitiv sollte das reichen. Falls noch was benötigt wird, hier passt noch was hin. So. In letzter Zeit hatte ich immer das Problem, dass ich zu klein gedacht habe. Jetzt hier mal eben das einmal abbauen. Muss einmal gerade hier drüber ziehen. Sollte hier schon so reichen. Dann T-Stück. Genau in der Höhe von dieser Pipeline. Das, wie ich hier so machen, wie wir es da drüben gemacht haben, aus dem Grund, dachte ich mir, mach mal wieder hier ein T-Stück. Haben wir ja hier drüben auch gemacht. Und dann können wir ganz entspannt das hier abführen lassen. So, ein Förderband MK3. Und dann ist das eigentlich schon mal so weit da gebaut. Wir müssen jetzt uns nur noch drum kümmern. Wo läuft das Treibstoff hin? Beziehungsweise der Schweröl. Pack alles, was du da hinten produzierst, irgendwie, wenn geht, dann erstmal nachdem es produziert worden ist, in ein Lager. Und von dem Lager aus dann weiter. Oder Ja. lagern. Für diese ganze Flüssigkeit mach bloß nicht einfach auch irgendwie in mehreren Lagern am besten. Ja, wir wollten die Sachen ja hier, also das Kunststoff, müssen wir so oder so ja abtransportieren. Weil aus Kunststoff werden ja dann die Platinen Ja. und Co. gemacht. Also eigentlich wird das Kunststoff und das Gummi mit einer Dings dann hierher gefahren zu unserer Fabrik. Mit dem Zug. So mein Gedanke. Gerade. Aber natürlich kommen hier auch Lagercontainer einmal hin. Ja. Mache ich vier nebeneinander oder mache ich das hier so? Machen wir so. Dann ist die eine Seite für die erste Sache und die nächste für die nächste Sache. Oder? Ja. Wie können wir eigentlich dicht machen? Nur wie machen wir das am schlauesten? Rein theoretisch hätte ich ja jetzt gesagt, wir fördern einmal das von hier darüber. Dann geht das durch den Container, dann geht das nach oben in den anderen Container rein. Und von dort aus Ja. zieht das dann raus. Ist das eine gute Idee? Ich weiß ja nicht, musst du testen. Nur wenn wir es testen, können wir es herausfinden. Ja, ich müsste gucken. Passt denn aber so nicht? Ich muss es ja nochmal anders bauen. Weil ich hänge halt die Lagercontainer jeweils hinter denen dran.
So viel Platz haben wir jetzt hier auch noch nicht mehr. Also wir haben hier noch ein bisschen. Das können wir uns auch noch holen. Platzmäßig. Wir müssen aber auch mal gucken, wo kommt denn eigentlich nachher der Zug an? Ja. Wo ist das denn? Wo ist der Zug? Unter Transport natürlich, eigentlich. So, wir brauchen Frachtplattform für den Sachen. Muss in Reihe mit anderen Plattformen platziert werden. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon. Und ich glaube, mit den Plattformen meinen die zum Beispiel den Bahnhof oder eine leere Plattform. Oder? Ich denke ja. Ne, eine leere Plattform braucht auch halt Plattform in der Nähe. Ich denke mal, es geht darum wegen den Schienen. Das kann gut möglich sein, ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo kommt denn der Zug an? Wo kriegt er seine Lieferung rein? Und wo geht er wieder zurück? Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ja, das ist ja die Sache jetzt gerade. Ja, solltest du dir irgendwie schon ein bisschen vorher Gedanken machen, wo du es dann haben willst. Ja. Ist nur leichter gesagt als getan, ne? Ja, ich weiß. So, wenn er hier sage, hier. Bin auch nicht ganz untätig. Ich helfe gerade in Produktion. Platten herzustellen, oder? Nein, ich mache gerade erstmal ein bisschen Schrauben und dann wollte ich Platten machen. Ah. Ich mache schon wieder irgendwie so, keine Ahnung, 4000 Schrauben oder so. Naja, Schrauben hat er eigentlich ja ziemlich viel schon gemacht. Ja, aber die kommen ja nicht hinterher. Vielleicht können wir es ja, kriege ich das ja so hin, was er irgendwann ja doch hinterherkommt. Aber das glaube ich nicht. Load ist ja richtig. Und er braucht auch Strom hier am Bahnhof. Das hatten wir ja schon gesagt. Aber Strom sollte ja eigentlich ja nicht mehr das Problem sein, oder? Nee, ich mache ja hier hinten auch noch mal Treibstoffgeneratoren. Ja, aber setzt da auch gleich ein Dings wieder mit zwischen, ne? Ein. Tank, ja. Ja, hier die Ladedinger. Zwei. Ach so. Damit da hinten immer genug Strom bleibt. Und Ja. wir auch genug ins Netz mit reinkriegen, so. Das wird ja so oder so ja mit ins Netz angeschlossen, hatten wir ja gesagt. Ich überlege jetzt gerade nur, ich habe Naja, aber jetzt. wir sollten echt überlegen, wenn wir unsere Stromdings nachher alles komplett umbauen werden oder Teil umbauen, whatever. Und was wir da ein paar mehr von diesen Dingern hinstellen, damit mehr Strom beiseite gerührt wird. Ja. Damit wir uns nicht so schnell passiert, was auf einmal pschsch, alles aus. Ich muss halt jetzt gerade mal wissen, dass mir den Zug, das geht ja bestimmt alles nur in einer Richtung, ne? Ich denke nicht. Weiß es nicht. Und wenn du beim Zug gesehen hast, hast du auch Signale.
Ah, ja, stimmt. Du hast schon ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt Also sage, hier Weichen, ist. glaube ich, waren da auch. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Kommt der Zug, wird hier beliefert? Ist alles zu eng gebaut. Das Teil ist doch ein bisschen zu mächtig. Wir Ja. müssen hier mal ein paar Blätter nochmal abschlagen. Ist das denn überhaupt möglich? Nein, da hinten ist hier Uran. Stimmt ja. Ach, geh doch mal ein bisschen zum Uran, Crafty. Das hättest du gerne. Ja, du magst das Uran doch so gerne. Dann machen wir das anders. Und ziehen wir jetzt unten hier mal eben die Platte, die was wir benutzt haben, auch für die Rohre. Wenn er mich dann dran machen lässt, ja, geht doch. Die ziehen wir jetzt einmal raus. Sagen hier und dann wird schon zu klein. Oder? Weiß ich nicht. Das ist jetzt das hier noch mal ab. Das brauchen wir ja nicht mehr. Dann wir sagen, ab hier wird dann der Beladungspunkt. Ist jetzt alles experimentieren, ne? Wo komme ich noch mit dem Truck da raus? Zum Glück. Schwein gehabt. Habe ja noch so ein bisschen Uran drinne, falls du Lust hast, das mal rauszunehmen. Nee. Ich versuche hier gerade sozusagen die Plattform zu machen, da wo es beladen wird, der Zug. Ja. Bahnhof. Bahnhof steht hier. So, und dann die Fracht wird von dieser Seite aus da reingeliefert. Dann geht das eigentlich da wieder langsam runter. Dann geht es da rum und dann geht es wieder zurück zu uns, denke ich. Denkst du Denke ich, oder ja. weißt du? Ich hoffe. Ich Ach, hoffe, das ich ist auch denke. noch. Ich hoffe, ich denke richtig. Beste Antwort, oder? Organisation. Wir brauchen Lager. Wenn hier die Fabrik das geliefert hat, uns alles, liefert das hier in diese Lager rein, die falsch rum hingestellt wurden von mir. Mach die doch jetzt nebeneinander. Ja. Ist einfacher zu planen.
So. Dann kommt von hier aus. Wir haben ja nur zwei Inputs und zwei Outputs bei den Container, Frachter-Dingsbums. Dann brauchen wir ein Fusionator, würde ich sagen. Eieiei. Und dann möchte ich doch diese Idee, was ich vorher hatte, machen. Okay. Denn es ist einfacher ohne Fusionator. In einem so einen Lagercontainer ist ja so viel Platz drin wie in zwei von den kleinen, oder? Ich glaube ja. Bin nämlich gerade am Überlegen, drei von den kleinen übereinander zu stapeln, dann ist es einfacher für mich. Kommt hier so rein. Wird hinten nach oben geleitet, dann kommt das da wieder raus. Und dann müsste es um die Ecke geleitet werden. Okay, dann muss es um die Ecke geleitet werden und jetzt pass auf. Nicht irgendwie, sondern nochmal durch den Container. So. Also musst du ganz viel um die Ecke leiten. Ja. Und zwar der einmal so rüber. Sollen die gleichen Wege haben. So. Der. So. Sieht doch gut aus. Hier geht es rein. Und dann brauchen wir ein Förderband. Meinst du, MK1 reicht da? Denke ich. Kann man ja immer noch umbauen. Ja, könnte man, ja. Da ist das Monster-Teil, was ich jetzt gebaut habe. So, dann wollen wir mal, Förderband muss da auch rein. Zu den Lagern. Wollten wir die ein bisschen höher legen, die Leitungen, so dass man drunter ruhig laufen kann, ne? Ja, wer war am sinnvollsten, oder? Denn etwa so. Eins. So. Müsste das passen. So. So. Das hier nochmal alles abbauen. So. 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 Richtig, so. So.
Wie wäre es, wenn wir hier einen Fusionator immer hinstellen, der was genau in der Mitte von den beiden liegt? Geht die Leitung von hier bis da und dann geht die da dran. Das machen wir auch bei denen. Das ist nicht exakt die Mitte. Aber die können wir ja auch noch irgendwie ausrichten. Und zwar. Wäre das denn so richtig? Die Mitte? Dann passt das hier nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja, so geht es auch. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Mit MK3 daraus geliefert. MK3, das können wir extrem schnell herstellen, die Sachen. Ja. So. Muss ich nur noch überlegen, das gleiche jetzt hier noch einmal zu machen. Auf jeden Fall. Fusionator in der Mitte circa. Müsste hier so circa sein. Sehe ich das richtig? Das kann möglich sein, ja. Nein, definitiv nicht die Mitte. Nicht. Nee, muss noch ein klein Ticken mehr nach links. Der Fusionator kommt dann etwa hier so. Das sieht doch schon besser aus. Ja. Wenn ich mir aber das hier so angucke, ist das. Nein, ich mach das anders. Ja, das nochmal ab, das nochmal ab. Und das nochmal ab. Ich möchte das ja, dass es genauso gerade hier angebaut wird. Aber genauso gerade dran sitzt. Fusionator. So ist er in der gleichen Höhe wie der andere. Dann können die Förderbänder wieder daran. Und zack, ist das schon mal fertig. Müssen wir nur noch die Sachen auch dahin transportieren lassen. So, wir gehen dann einmal hier rüber. Und ab in den Container. Das wäre dann Bahn Nummer 1. Das gleiche jetzt nochmal mit denen, mit der anderen Bahn. Und dann haben wir das eigentlich schon. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke mal, da muss ich noch ein bisschen überlegen. Irgendwie gefällt Überlegen mir die mal das ja auch noch kurz. nicht, dieser Aufgang. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.